Hallo und willkommen zurück zu Drakensang. Wir sprechen jetzt mit Helmbrecht von Harsingen. Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Lust, mit euch zu reden. Das ist wohl der junge Harsingen. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Also der Sohnemann, vermutlich. Sein Vater hatte uns zu sich gerufen. Mit dem sprechen wir dann, wenn wir in der Kaserne wieder angekommen sind und unsere Runde hier gedreht haben. Denn ich wollte ja erst das Gebiet erkunden. Das sind doch irgendwo Gegner. Grauwölfe. Dann wollen wir mal wieder. Greift ihr auch an oder habt ihr keine Lust? Wenn ihr keine Lust habt, dann, na gut, doch. Was? Ja. Ja. Komm, komm! Hoho! Ja. Das war's schon. Ich nehme die Sachen zum Verkaufen mit. Ich mach das schon. Eola. Alles einmal häuten. Und nochmal fehlgeschlagen. Na gut. Schon mal ein bisschen nach unten gucken, was da irgendwas erwartet. Östlicher Wald, da haben wir einen Schnellreisepunkt. Und sollte nicht hier im Osten ein Steinkreis sein? Aber vielleicht meint er auch irgendwo weiter im Osten. Da haben wir noch einen Zollturm. Da können wir nicht rein. Leider. Ah, da kommt ein Schiff angefahren. Hier kann man schön den Flussverkehr beobachten. Okay, dann, aber wenn hier so ein Schnellreisepunkt ist, wird es wahrscheinlich vielleicht auch noch eine Quest geben, die uns dann wieder hierher führt. Ich will da runter. So, da habe ich schon runtergeguckt, da gibt es eigentlich nur Grünzeug. Also bleiben wir auf dem Weg und das sieht nur komisch aus, das ist aber nix. Hier geht's jetzt, das kann ich nicht lesen, irgendwas Tor. Ist für mich nicht gerade nicht erkennbar, was das für ein Name sein soll, aber auf jeden Fall ein Tor. Und aus irgendwelchen Gründen möchte ich das speichern. Ich weiß auch nicht. Wieso nehme ich eigentlich Gullmund mit? Da haben wir ein bisschen dichteren Wald und noch einen Turm. Auch ein Turm, in den wir nicht rein dürfen. Und ein Steg.
Machen wir gerade noch das Wildschweinblatt. Ja. Das sollte ja auch keine Herausforderung sein. Komm schon! Und das war's auch schon. Und den nördlichen Reisepunkt auch freigeschaltet. Na, da gibt's ja noch einiges hier zu sehen. Auf jeden Fall viel Wald. Alte Anlegestelle. Ich würde sagen, bevor wir das weiter erkunden, gehen wir vielleicht doch mal, da war doch jetzt eben ein Schnellreisepunkt, in die Kaserne und sprechen mit dem Hasingen. Denn ich habe so ein Gefühl, dass das uns wahrscheinlich doch wieder in die Richtung bringt, das Quest, das wir da bekommen können. Hier repariert den Wagen. So, da ist er ja, der Kommandant von Hasingen. Ein paar Gardisten. Feldwebel Steiner. Bei dem kann man bestimmt was lernen da hinten. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt kann man sich auch hier das mal in Ruhe anschauen. Das letzte Mal waren es ja nicht solche ruhigen Umstände, die uns hierher gebracht haben. Und die Kiste kaputt machen. Habt ihr euch verlaufen, Reisender? Die Zollangelegenheiten erledigen meine Männer unten am Anleger. Am Anleger sagte man mir, er wünscht, die Mannschaft der Talaria zu sprechen. Ah, ihr habt also die Zollfeste gesäubert. Als Offizier finde ich euer Vorgehen bedenklich, aber Graf Grovin lässt euch seinen Dank aussprechen. Darf ich einen Vorschlag machen? Worum geht es? Es geht um die Aktivitäten der Flusspiraten. Diese müssen unterbunden werden. Ich bin befugt, für jeden Piraten ein Kopfgeld auszuzahlen. Ihr wäret bestens für diese Aufgabe geeignet. Und wie viel stellt ihr euch das? Und wie stellt ihr euch das vor? Soll ich alle Flusspiraten in Ketten legen und bei euch abliefern? Dies wäre wünschenswert. Aber für den Dienst, den ihr uns erwiesen habt, bin ich bereit, auf euren guten Namen zu vertrauen. Bringt mir einfach die Embleme der Piraten. Für jedes silberne Emblem bekommt ihr 5 Silbertaler. Die Anführer der Piraten sollen Embleme aus purem Gold besitzen. Dafür würde es dann eine besondere Belohnung geben. Okay. Können wir noch irgendwas fragen? Nun gut, aber haltet es kurz. Nö, interessiert mich eigentlich nicht. Gibt es sonst noch etwas? es geht also um das Kopfgeld. Nee, wir haben, glaube ich, keine Embleme dabei. Ihr habt Embleme von Flusspiraten? Dann lasst mal sehen. Es geht um die Aktivität, die für jedes silberne Emblem... Einen Moment noch, ich hätte da noch eine... besondere Anfrage an euch. Okay, schieß los. Das hier muss vertraulich bleiben. Eine gewisse Lucia erzählte mir von eurer Hilfsbereitschaft und eurem Feingefühl. Ihr scheint genau richtig für diesen heiklen Auftrag. Mein Neffe Helmbrecht, der nutzlose Bengel, verweigert seine Pflichten als Soldat. Glaubt, dass für ihn keine Regeln gelten. Stattdessen liest er die ganze Zeit in seinem Buch herum. Klingt gut. Dann war es der Neffe, den wir da eben getroffen haben. Leider sind seine Eltern von Adel. Und ich kann ihn nicht disziplinieren wie einen gewöhnlichen Soldaten.
Ihr müsst mir daher dieses Buch bringen, damit das aufhört. Er hält sich für gewöhnlich irgendwo am Flussufer auf, träumt da vor sich hin. Das böse Buch. Ja, ich glaube, dann wird er sich einfach ein anderes Buch nehmen, wenn wir ihm das wegnehmen. Na gut, dann werden wir mal sehen, was wir tun können. Es wäre sicher nicht schwer, dem Jungen das Buch unauffällig abzunehmen. Aber eigentlich tut es mir leid. Dass er auf diesen Drill hier keine Lust hat, zeugt doch von einem gesunden Verstand. Dem Knaben kann's nicht schaden, wenn man ihn an seine Pflichten erinnert. Nicht, dass später aus ihm auch noch so ein Leichtfuß wird wie du. Ja, ich stimme da Kuana zu. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn man lieber in einem Buch liest, als als Soldat anzutreten. So, schnell also ein Zollfeste. Was sehe ich denn da, eure Männer üben ja gar nicht. Wie sollen sich gefälligst ins Zeug legen? Rondra zum Gruße. Wenn ihr an eurem Kampfstil arbeiten wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Ja, was könnt ihr mir denn beibringen? Nichts. Na? Du hast das alles. Befreiungsschlag könnte er lernen. Wenn man umzingelt ist, könnte das ganz hilfreich sein. Das mache ich mal. Okay, das hätte mich auch gewundert, wenn es da noch irgendwas gäbe. Jawohl, Herr Feldwebel! Ich werde Ihnen Beine machen! Jetzt wird unsere Arbeit erst richtig anstrengend! Okay. Schäbige Kiste. Da dürfen wir nicht rein. Jetzt wird unsere Arbeit erst richtig anstrengend! Mhm. Schauen wir uns gerade noch die Kiste an. Dürfen wir da hoch? Ach, da ist noch eine Kiste. Ah, schön. Hoch können wir, aber hier gibt's nichts. Dann wollen wir mal schauen, was wir mit dem Neffen da von dem Typen machen können. Ist eigentlich fast egal. Ungefähr dieselbe Entfernung. Ach, ich muss ja da runter. Ich würde ihm ungern das Buch wegnehmen. Ich muss mal bedenken, was wir da machen können. Daher erstmal speichern. Autosave, gut. So geht's auch. Wer seid ihr? Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Lust, mit euch zu reden. Warum bist du gerade wieder dabei, dieses Buch zu lesen? Ihr wisst davon? Sicher schickt euch mein Onkel, um es mir wegzunehmen. Sagt ihm, dass ich keine Lust auf seine öden Wachdienste habe. Dieser langweilige Büttel redet immer nur von Pflicht und Ordnung. Dabei will er sich nur lieb Kind machen bei meinen Eltern. Von den wirklich wichtigen Sachen versteht er nichts. Dein Onkel hat recht, du solltest das Buch weglegen und dich um deine Pflichten kümmern. Ja, dein Onkel schickt mich, aber ich möchte gerne auch deine Sicht wissen. Oder vergessen wir mal kurz deinen Onkel, was ist denn an diesem Buch so interessant? Ich bin für 2 und 3, erstmal 3. Es geht da um echte Gefühle. Wir machen doch eh alle nur, was ihnen gesagt wird. Niemand tut wirklich etwas, weil er es will. Oder weil er jemanden mag. Naja, ihr wisst schon. Oh, ich sehe, wo die Sache hinläuft. Und du, würdest du etwas tun, weil du jemanden magst? Jemand bestimmten vielleicht? Ach, das war doch nicht so... Naja, da ist dieses Mädchen, Jusmine, die Tochter von Hauptmann Honorald. Sie ist irgendwie viel reifer als die anderen. Einfühlsamer und so... Ähm...
habe ich es mir doch gedacht. Nur ein kleiner Junge mit Liebeskummer. Das heißt hier nur. Können das mit dem Koano mal versuchen. Statt über große Gefühle zu lesen, könntest du deine Zeit doch viel besser mit einem netten Mädchen verbringen. Leg doch mal das Buch weg und sprich mit dieser Jasmine. Nein, ich wollte es mir nur wegnehmen. Wie soll ich Jasmine denn von meinen Gefühlen erzählen ohne das Buch? Lasst mich in Ruhe. Geht weg. Ah, das läuft auch noch weg. Das wollte ich eigentlich nicht. Ansonsten hätte ich dann die dritte Option genommen. Ich laufe gerade mal hinterher. Beziehungsweise ich lade vielleicht auch nochmal. Gespannt, wo er jetzt hinläuft. Vielleicht kann man auch nochmal mit dem reden, wenn er sich ausgetobt hat. Jetzt steht er da. Wir lassen nicht locker. Lasst mich in Ruhe. Ich gebe euch das Buch nicht. Niemals. Beruhig dich, Junge. Du kannst das Buch behalten. Ich will nur mit dir reden. Na und wenn schon? Dann schickt mein Onkel eben jemand anders, um es mir wegzunehmen. Als ob ich dann tun würde, was er mir sagt. Pass auf. Wie wäre es, wenn du mir das Buch gibst und ich zeige es deinem Onkel. Danach bringe ich es dir wieder zurück. Ja. Der Alte ist so einfältig, das könnte glatt klappen. Ich glaube kaum, dass er es für sich behält. Wenn ich dann nur noch heimlich lese, habe ich ja vielleicht ein bisschen Ruhe. Aber ihr bringt es mir zurück, ja? Ihr müsst mir das versprechen. Ja, das ist natürlich ein Argument. Was ist, wenn er es dann doch behält? Na gut, ich verspreche dir, das Buch anschließend zurückzubringen. Ich glaube, wenn ich nämlich das zweite sage, dann lenkt er vielleicht wieder ein. Also gut, hier bitte. Ich warte dann hier auf euch. Beziehungsweise macht einen Rückzieher. Obwohl ich ihn auch ganz gerne mit dieser Jasmine geholfen hätte. Das hätten wir wohl auch machen können. Was sehe ich denn da, Korporal? Eure Männer üben ja gar nicht. Wie sollen sich gefälligst ins Zeug legen? Oder soll die Festung gelocken? Seid gegrüßt. Wegen des Buches eures Neffen. Habt ihr es diesem Nichtsnutz abnehmen können? Ja, hier ist es. Bitteschön. Ha, behaltet den Schund. Na gut. Kann mit sowas nichts anfangen. Wollte nur sicher gehen, dass er es nicht mehr hat. Vielleicht kommt er ja ohne diesen schädlichen Einfluss wieder zur Vernunft. Naja, kann ja eigentlich nur besser werden. Seid bedankt für eure Hilfe. Hier, ein paar Münzen für eure Mühen. Gibt es sonst noch etwas? Keine Zeit, ich muss weiter. Schön, dann... sollten wir doch eigentlich ihm das Buch jetzt wieder zurückbringen, weil die Quest trotzdem schon abgeschlossen ist. Ich guck mal, ob wir ihm das noch geben können. Stehst du da noch? Ja. Wir halten unser Wort, von daher. Und? Habt ihr meinem Onkel das Buch gezeigt? Ja, er hat sich gar nicht weiter dafür interessiert. Ha, das habe ich mir gedacht. Er ist eben ein absoluter Tölpel. Das hat richtig Spaß gemacht. Was ist denn jetzt? Willst du das Buch nicht wiederhaben? Ach, behaltet es einfach. Ich habe inzwischen nachgedacht. Das Leben hier ist nichts für mich. Ich werde ab jetzt selber Bücher schreiben. Nur noch ein paar Tage, dann verschwinde ich von hier. Okay, dann viel Glück noch. Ich hoffe, er findet seine Bestimmung als Autor. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Einen Jungen glücklich gemacht. Er muss nicht mehr als Wachsoldat rumrennen. Kann jetzt ein Autor sein. Und wir erkunden dann noch ein bisschen weiter die Gegend beim nächsten Mal. Da ging es ja noch ein Stückchen weiter. Nördlicher Wald. Ach, da können wir auch Schnellreise hinmachen. Das kann ich euch gerade schon mal tun.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im nördlichen Wald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.